und so weiter und so fort. Wo muss ich denn jetzt lang reiten? Ich könnte den Weg nach oben oder ich könnte den Weg nach unten nehmen. Ich nehme natürlich diesen Weg hier. Und ich sehe da oben noch eine alte Flagge, die wir uns natürlich holen. Wo ich noch überlegen muss, wie kommt man denn jetzt hier hoch? So gar nicht. Ach, vielleicht nehmen wir einfach mal die Treppe. Hey, das wäre sogar was Einfaches. Hör! Haha! Hör! Haha, ich konnte noch. Haha! Ach, du kommst von. Genau, von da kommst du. Ich muss ja warten, bis meine alte Ponywurst wieder da ist. Ach, jetzt nerve nicht mehr. Ach, jetzt bist du da. Also, die kommen ja irgendwie immer so in, keine Ahnung. Und er kontert mich direkt aus. Tja, das kann ich auch. Sagen. Damit ist er gerade noch so dem Pfeil ausgewichen, schwingt sich auf seine alte Ponywurst und reitet gen Assur. Und das alles nur, um eine einzige Flagge mitzunehmen. Templar! Komm her, mein Freund. Hua! Nein! Haha, das ist dein Untergang. Nee, nicht ganz. Schade, er würde im wahrsten Sinne des Wortes sogar untergehen. Oh, da ist ja noch einer. Ach, der ist jetzt. Der hat auch keinen Bock mehr. Okay, dann schwingen wir uns mal wieder auf unsere alte Ponywurst und reiten gen Assur. Wir haben mal ganz eben nebenbei einen Templer im Zweikampf ausgeschaltet. Wir haben auch nur zwei Angriffe für ihn gebraucht. Ja, noch 350 Längeneinheiten, bis wir da sind. Ich weiß gar nicht, schaffe ich das vielleicht heute noch? In einer halben Stunde, die ich jetzt so halbe oder dreiviertel Stunde jetzt noch. Hier fehlt doch auf jeden Fall noch ein Templer. Wo bist du hin? Hier vielleicht? Ein Assassine. Schnackt nicht, ich bin hier am Rennen. Am Reiten. Nö, auf euch habe ich keinen Bock. Meine Ponywurst ist schon genug geschadet. Ich will die Flagge haben. Ich will die Flagge haben? Tja, ich habe die Flagge eingesammelt. Ja, die sind irgendwie auch so ein bisschen helldicht dabei. So, jetzt geht's wirklich mal gen Assur. Jetzt haben wir. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Flaggen haben wir jetzt im Königreich? Vielleicht 10? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich müsste nochmal eine finden. Na, komm. Oh. Ja, hallöchen. Ja, ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Bin ich jetzt falsch geritten? Nach Akon. Bro. Hey, Bro. Ich bin falsch geritten. Aha. Sag mal, wenn Robert so wenig Männer hat, warum laufen dann hier Millionen, Trilliarden im Königreich herum? Das frage ich mich. Oder kann auch Sarazenen sein. Ach, egal. Jetzt sind wir in Assur. Komm, ich renne es einfach mal ein Stück weiter. Schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Wir befinden uns in Assur. Und reiten und müssen Robert de Sable ausschalten. Ja! Da sind sie. Hier sind schon die ersten Gefallenen. Bogenschützen. So, komm.
Ich hab gerade Bock. Wie? So. Du wirst erstmal einen Abgang machen. Ach, nerv nicht. Die haben überlebt? Ihr wollt mich doch wohl verarschen. So. Noch irgendwelche Fragen? So. Der Hirnspalter. Nerv nicht. Hol dir breite Genitalien, Mensch. Man darf sie nur nicht hochkommen lassen. Also mit vielen Leuten. Muss sie immer wieder runterjagen. Oder umbringen. Ihr seht, dann ist das doch kein Problem. Wir haben, was weiß ich, wie viele Typen ausgeschaltet. Wenn ihr euch das hier mal so anseht. Ja, naja, wir müssen auf jeden Fall schnell weiterziehen. Wir müssen ja Robert aufhalten, bevor er seinen Standpunkt klar machen kann. Ja, komm. Oh! Das sind nur diese Schwachen. Habt ihr nicht mal ein paar Templer für mich? Muss ich denn nicht alle suchen? So, komm, jetzt will ich auch mal zum Angriff übergehen. Okay, wenn ihr nicht angreifen wollt, du hast mich gerade eben angegriffen und das natürlich mit dem Tode bestraft, das kennen wir ja auch alle. Nichts tun ja genauso. Ach, du willst nicht? Ich sehe nichts. So, jetzt aber. Oh, verdammt. So, nerv du nicht, ich will los. Ich will ihn platt machen. So, der reitet auch gerne Italien. Und was machst du? Verdammt, ich hab die gerade alle so schön in Reihe ausgeschaltet. Egal. Oh, da ist einer von liegt einer von Roberts Templern. So, dem habe ich mir eben schon eine Darmspiegelung gegeben. Allerdings nur abschnittsweise. Noch mehr. Ich bin da. Oh, ich hab gerade einen ziemlichen Frame-Einbruch. Egal, das legt sich gleich wieder. Und nun ist er tot. Wir haben One-on-One gekämpft und ihn auch platt gemacht, was ja irgendwie klar war. Wir sind die Ein-Mann-Armee, Alter, yeah. Und machen sie alle platt. Hallo. Will keiner mehr? Gut. Das wird ja interessant. Hua! So, mal schön wieder eine ins Gesicht auf die Nase gegeben. Ich will angreifen. So, er reitet Genitalien. Und... verdammt, da fällt mir nichts zu ein. Schulterklopfer, könnte man dazu sagen. So, auch den haben wir ausgeschaltet. Ich habe mich sonst hier immer total passiv verhalten. Will heißen, ich habe die alle nicht angegriffen und habe das versucht, immer mit Konterkills zu machen. Aber mit Combo-Kills geht das so viel schneller. Ihr seht ja, die haben mich bisher noch nicht... Doch, einmal haben sie mich, glaube ich, angegriffen und ich dödel hier so mit den Combo-Kills mal rum. Sag mal, es werden hier immer mehr. Haben die hier irgendwo eine Brutstation oder so? Ist ja schlimm. Ich will da rankommen, Mensch. Oh, jetzt haben sie mich zum ersten Mal wieder ausgekontert. Also, so der erste Schadenspunkt nach seit langem. So, dafür musst du allerdings erstmal drauf gehen. Nerv nicht, verdammter Junge. So, der reitet auch gerne Italien. Den habe ich nicht erreicht, verdammter Penner.
So, Genitalien ist für dich sowieso überbewertet. Also nach Italien kommst du nicht. Gehst halt nach Peru. So, da sind wir ja auch in der nächsten... Ach, hey, Leute! Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal... Wie, ich war hier schon mal? Hallo, Leute! Die werfen jetzt nicht alle mit Steinen auf mich, oder? Aha, wir können ausweichen trainieren. Das müsst ihr schön synchron machen, dass ich super ausweichen kann. Okay, ich glaube, das ist langsam zu viel. Autsch. Uah! Er kann nicht weit sein, nee. Ist er auch, glaube ich nicht. Komm, hol ich jetzt mal Schwert raus und rein in die Masse! Nerv nicht. Hua! Hua! Du willst auch gehen in Italien? Okay. So. Ein kleiner Schulterklopfer für ihn mit dem Schwertlein. Auch er hat einen Schulterklopfer für seine super Arbeit verdient. Oh, er ist ausgewichen. Er ist schon wieder ausgewichen. Ja, komm, greif mich an. Wenn du so viel Kram machst, dann kriegst du noch einen Schulterklopfer hinterher. So, für dich habe ich ein Ticket nach Italien spendiert. Der kriegt wieder einen Schulterklopfer ab. Sag mal, das Schulterklopfen, das kann Alter ihr gut. Ach, der will doch eine Darmspiegelung haben? Okay. Schulterklopfen ist wieder mal angesagt. Hier wird bis zum bitteren Ende weiter gemacht. Verdammter Penner, wenn ihr mich schon nervt. Hallo, was geht ab? Was geht ab?